Liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla mit mir Luzi hier im Druiden-DLC noch. Letztes Mal hier stehen geblieben und die heutige Aufgabe ist, melde dich bei Chiara Pflanz Irland quasi. Das befindet sich natürlich hier, ist die Hauptquest und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und gucken, wie es hier mit der Story von Ireland weitergeht. Let's go! So, lass mal hier absteigen. Bosshaft reinlaufen und Cutscene, nice. Ach, die ist es. Ah. Der Priester ist tot und seine Mörder auch. Räuber. Ich fand dies. Das ist der Befehl, Flan zu töten. Einer von ihnen sollte sich als Priester verkleiden und während der Krönung Flans Kehle durchtrennen. Direkt vor unseren Augen. Warum soll ich ein Wagnis eingehen? Warum nicht Gift oder einen Angriff im Schlaf? Gift könnte nicht wirken und ihn im Schlaf zu töten erregt nicht genug Aufsehen. Du hast recht. Der Mörder wäre nicht lebend davongekommen. Er war bereit zu sterben. Wer immer das auch geplant hat, will Flan fallen sehen. Wir müssen ihn warnen. Nach der Krönung. Ich werde dies nicht an ihm nagen lassen. Flan hat es sich verdient. Er wird es genießen. Sucht ihn danach in seinen Gemächern in Darach auf. Er wird sich dort Zeit für euch nehmen. Wenn ich mich nun entschuldigen darf, ich muss mich zurechtmachen. Komm mit mir, Eivor. Was war das für ein Augenzwinkern? So schmutzig war das Wasser doch gar nicht. Du weißt nicht viel über die Rolle einer Dichterin, was? Erhelle mich. Gerne. Nun, worauf wartest du? Ich möchte mich zurechtmachen. Ohne Gesellschaft. Ah, die ist wieder so komisch. Ich glaube, vielleicht gehört ihr auch zu diesem Verräter kommen, ne? Zu diesen Verrätern dazu. Mal gucken. Ich sehe hier andere Könige. Die Nachricht von Flans Amtseinsetzung hat sich weit verbreitet. Komm, gesellen wir uns zu ihnen. Ist er das? Flan? Ja. Was tut er denn da? Ihn segnen. Abt Owen ist der höchste christliche Würdenträger hierzulande. Sein Segen bestätigt, dass Flan bereit ist, in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten. All dies geschieht vor dem Lea Fall, einem heiligen Stein, der rechtmäßigen Königen eine lange Herrschaft schenken soll. Und, klappt das? Kommt darauf an, was du für lang hältst. Krönungen dauern sehr lang. Wo ist das Essen? Du hast dich nicht verändert. Ich bin hier, da kann ich mich auch erfreuen. Flan vor den Swan, Rob, Sudden, Yerrigan.
Sehr schön. Okay. Und damit haben sich Flans Feinde vervielfacht. Die Kriege von Königshäusern dauern lang. Ist er klug, wird er auf Verbündete aus sein. Er ist klug, aber auch gefühlsgetrieben. Sein Plan, den Norden zu bezwingen, fußt nicht auf dem Wunsch nach Macht, sondern seinem Blutdurst. Auf unserem Ritt aus Düflin ließ Kira durchblicken, dass es mit dir und Flan mehr auf sich hat. Was hast du mir verschwiegen? Eine nicht unwichtige Kleinigkeit. Du musst wissen, der König des Nordens, der mich krönte, Eid Findliad, er ermordete Flans Vater und nahm seinen Platz als Hochkönig ein. Dann heiratete er Flans Mutter, wie es der Brauch verlangt. Dann herrscht nicht viel Liebe zwischen euch. Richtig. Für Flan war Eid eine giftige Schlange und jene, die er bevorzugte, ebenso. Sein Vertrauen zu gewinnen wird nicht leicht. Wir haben gerade einen Anschlag auf sein Leben abgewehrt. Das sollte ihn zumindest aufhorchen lassen. Hoffen wir es. Ich werde umgehend nach Dauach aufbrechen. Such mich dort auf, sobald du kannst. Alles klar. Gut. Das war eine coole Zeremonie. Mit Anwesenheit glänzen ist die neue, ist der neue Auftrag. Die Musik von der Frau werde ich wahrscheinlich rauscutten. Falls doch drin, also nee, andersrum. Ich werde zuerst versuchen, so hochzuladen mit dem Musikstück der von Chiara. Falls es natürlich urheberrechtliche Probleme gibt, wie immer, das ist natürlich immer das Ding als YouTuber, dann werde ich das natürlich rausschneiden und eine separate Musik einfügen, die nicht unter diesen, unter dieser Kategorie fällt, liebe Leute. Muss mal ein bisschen gucken, mal gucken. So, was müssen wir machen? Triff dich mit Flan in Darmhaag. Okay, wo ist denn das? Wo ist denn das? Da hinten, oh je. Na gut, wir haben unser Pferd, das geht ganz schnell. Ja, jetzt ist Flan der König, oder was, der Neue? Und den gilt es natürlich jetzt auch zu beschützen und zu verteidigen, denn es gibt hier natürlich auch viele Neider, die ihm natürlich an den Kragen wollen, ne? Das kennen wir ja zu Allgenüge hier in Assassin's Creed Valhalla. Ja! Oh shit. Ich habe gesehen, es gibt ganz viele Rätsel und alles noch, ne? Also ich habe die Karte ein bisschen unterschätzt. Aber wir werden hier natürlich alles wie immer 100% durchmachen. Ne? So wie ihr es gewohnt seid von mir. Wenn ich ein Game richtig liebe, dann komme ich um 100% nicht drum rum. Und das ist eins von diesen Games, bei denen ich nicht drum rum komme. Ja, wir sind ja schon gleich da, ne? Oh shit, Sumpf. Sumpf. Oder Sumpf. Wie der ein oder andere Zuschauer natürlich schon als Insider kennt. So, Drymer Mirror. Wo ist er denn? Wo ist er denn, meine Freunde? Da wäre noch so ein Aussichtspunkt, den wir einnehmen könnten. Ein Synchronisationspunkt. Ja, beruhig dich, ey. Was ist denn was ist los mit euch? Seid doch nicht so pferdescheu hier. Was ist mit euch hier? Hm? Ich bin da, um euren König zu beschützen. So. Warte mal, wir stoßen gerade das erste Mal auf Flan, oder? Flan ist dort drin. Entspann deine Schultern. Er hat ebenso viel zu gewinnen wie wir. Okay, dann gehen wir mal rein. Barrett, wir heißen dich in Dauach willkommen. Viel Zeit ist vergangen. Hab Dank für dieses Treffen, Herr. Ich hoffe, unsere Gabe kam wohlbehalten an. Fremdländische Gewürze, von denen ich keines kannte. Ich bin beeindruckt. Nur ein Vorgeschmack darauf, wie es sein wird, wenn Düflin erst der Grundpfeiler von Irlands Handel ist. Auf langes Leben und gute Herrschaft, mein König. Solche Lehnstreue. Du ehrst mich. Du bist dann wohl Eivor. Für deine selbstlosen Taten im Vorspiel meiner Krönung hast du meinen Dank. König. Es scheint, meine Feinde konnten den Beginn meiner Herrschaft nicht abwarten, um sie zu beenden. Eine alte Geschichte zwischen nördlichen und südlichen Inel befürchte ich, deren Ende ich jedoch schreiben werde. Planst du einen Krieg? Ein Hochkönig sollte seine Lande im Griff haben. Und das werde ich. Wenn es dafür eines blutigen Krieges bedarf, muss ich bereit sein.
Düfflins Handel hat viel zu bieten und die Stadt hat viele tapfere Recken wie Eivor, die bereit sind, an deiner Seite zu kämpfen. Ich weiß deinen Wunsch zu schätzen, die Bande zwischen Mide und Düfflin zu stärken. Und so sehr ich auch Unterstützung benötige, so scheint es doch, dass du von deinem eigenen Volk untergraben wirst. Wovon sprichst du? Während der Krönung wurde ein Kloster in Düfflin geplündert und ein christlicher Text entwendet. Das Buch von Kennenes. Es waren Dänen aus Düfflin. Dein Eingreifen wäre von großer Hilfe, so viel ist klar. Doch diese Launen werden mir eher schaden, denn helfen. Okay, wie kann das Baryt schuld sein? Wer diese Dänen auch sind, sie handelten allein. Baryt war nicht beteiligt. Das ist gleich. Es sind Menschen aus Düfflin, welche die Heiligkeit des Landes bedrohen. Ein Bündnis mit ihrem Anführer wäre unangemessen. So einfach ist das. Wenn ich das Buch zurückbringe, die Schuldigen zur Rechenschaft ziehe, wäre Baryt an deinem Hof willkommen? Es würde helfen. Weißt du, wo diese Dänen sind? In einem Moor in Inch Row, gleich nördlich von hier. Eivor, dies liegt in meiner Verantwortung. Bleib hier, ich kümmere mich darum. Natürlich wieder mal alleine dahin gehen, so wie wir unseren Helden kennen. Eivor, you are very crazy. Finde das Buch von Seananas. Alles klar. Denen lagern im Moor von Imkrö Darmhags Norden. Ja, dann irgendwo hier, ne? So. Okay. Gut, dann gucken wir mal, ob wir da was finden. Vielleicht wäre es klug, wenn wir das Ding hier mitnehmen. Vielleicht wird das dann schon aufgedeckt. Es kann nämlich oft, also es ist oft der Fall, dass man damit halt auch die Dörfer, die umliegenden Dörfer und so weiter aufdeckt und somit halt auch die Mission quasi richtig aufgedeckt wird. Darum würde ich sagen, nehmen wir das hier kurz mit zusammen. Sowas mache ich normalerweise auch immer offscreen, ne? Aber wenn es schon mal in der Nähe ist. Das habe ich eingesungen für Ubisoft. Das wissen viele nicht. Ach so. Okay, ja, hat das was gebracht eigentlich, oder? Ah! Jupp, da ist es. Okay. Da ist es. Ja, das hilft ungemein, so diese Dinger hier freizuschalten, beziehungsweise zu synchronisieren. Denn so entdeckt man auch Orte, die man noch nicht aufgedeckt hat. Normalerweise muss man dann halt mit dem Pferd oder mit dem Schiff oder zu Fuß halt die ganze Map aufdecken. Aber mit dem Ding, das ist so ein gewisser Radius, der dann für dich automatisch alles aufdeckt, ne? Das ist ganz geil. So. Aber das muss ich euch ja nicht mehr erzählen, denn wir sind ja schon bei Folge 100 irgendwas, 130. Das Moor von Incho. Und dort sind die Diebe des Buchs von Kennenes. Oh. Ich sollte ihre Beute danach absuchen. Zeig es mir. Okay, I see. Gut, dann gehen wir mal rein, ne? Ich denke, wir sind hier nicht willkommen, oder? Wir werden sofort angreifen. Haha, aber nicht, wenn ich leise bin, mein Freund. Moin! So, wo haben wir denn hier was? Wird irgendwas angezeigt? Da hinten? Spähe für mich in die Ferne, Sünen. Da hinten und da hinten. Na gut. Dann werde ich jetzt irgendwie versuchen, der schläft da drin, ne? Den können wir so killen. Wir machen heute mal auf den Assassinen, okay? Wir sind heute mal auf Unterhase unterwegs, auf Sneaky-Sneaky-Hase. Und töten hier natürlich auch Soldaten im Schlafmodus. Auf schlafenden Hasen angelehnt. Okay, sorry. Bin ein bisschen durch. Okay, wie killen wir jetzt den da hinten? Da sieht uns doch, wenn wir jetzt hier rüberrennen, oder? Ja, warte mal, wir könnten hier. Zack, 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 zack. Okay, das hat tatsächlich gereicht für den Großen hier.
Aber die schlafen ja auch beide hier, ne? Die kann man ja easy killen. Was? Der ist nicht gestorben? Alles gut, uns hat man uns nicht irgendwie, ne? Hat man uns gehört? Nee, ne? Alles gut. So, hier ist ein Dokument. Das bestätigt Flans Kunde. Das Buch sollte hier irgendwo sein. Wir haben uns einiges in Senanas gegriffen, viel Silber und allerlei Tant, den wir teuer verkaufen können. Aber was sollen wir mit dem Buch machen, das wir gefunden haben? Jemand hat sich viel Mühe damit gegeben, aber ich werde nicht schlau daraus. Vielleicht will es einer der irren Christen haben. Du, ja, das weiß man nie, ne? Okay, das Ding könnten wir easy... Ist das... Ja, easy killen. Und das hat den da auch gar nicht gejuckt, dass sein Kollege gerade durch einen Unfall ermordet wurde, ne? Oh, scheiße. Oh, ja, Mann, ich liebe es. So, wo haben wir denn noch was? Hilf mir, sei meine Augen. Da hinten. Ja, bisher eigentlich ganz easy, die Mission. Vor allem, wenn man das schleichend halt macht, ne? Das ist ganz anders. Hä? Wenn man ein bisschen auf Sneaky Haas unterwegs ist. Das reicht doch, oder? Ja, klar. Klar reicht es. Ja, aber nicht runterspringen, Aber, ne? Wir müssen da oben bleiben auch. Sonst können wir das da nicht looten, ne? Oh, können wir so oder so nicht? Weil wir das nicht kaputt machen können, oder? Aber warte mal, ist das nicht ein... Oh. Oh my lord. Ach so, hier ist ein Ding, das habe ich gar nicht gesehen. Nein, aus, aus! Oh, ein bisschen Stuff. Aber natürlich nicht das, was wir brauchen. Das, was wir brauchen, befindet sich hier drin. Haben wir ein paar Luxusgüter erworben. Ist da hinten auch irgendwas? Hier sind überall so Schätze. Das muss ich alles offscreen anmachen, ne? So, und hier sind so viele Gegner, dass ich mich nicht mehr anschleichen kann wahrscheinlich. Was siehst du? Also das scheint hier unten zu sein, was wir suchen, ne? Oder nicht? Ich meine, wir können es mal tryen, wo das hingeht. Ach so. Ja, das hätten wir uns ersparen können. Hätten wir uns auch sparen können, ne? Wir könnten hier rauf. Oh oh. Eivor, was machst du? Hilfe, er lässt sich nicht steuern. Da oben ist ein bisschen aufmerksam geworden. Ja, hier hoch, Eivor, komm. Wer sieht mich denn da? Scheiße. Oh fuck. Okay, sie haben es entdeckt. Moin. Das war geil. Das war geil. Ah, shit. Der ist so schnell. Was bin ich? Gleich bist du tot. Ja, dann komm her. Hallo, komm her. Oh je.
Au! So, liebe Freunde, keiner legt sie mit uns an, denn haben wir natürlich hier geköpft. So, wir gehen hier rein. Oh, shit, wer ist das denn? Du bist es. Ich dachte, wir hätten dich fortgeschickt, Thorstein. Ah, fortgeschickt aus Düflin. Berichtige mich, wenn ich mich irre, aber das hier ist nicht Düflin. Du hast also nicht verstanden, dass du dich nicht mehr blicken lassen sollst. Ah, also komm. Wie sollte ich wissen, dass du dich hierhin verläufst? Was machst du denn hier? Nach einem Buch suchen, das du gestohlen hast. Ihr wart kürzlich in einem Kloster. Tatsächlich war ich in mehreren Klöstern. Meine neuen Freunde hier haben Ausdauer. Das Buch ist den Christen wichtig. Ich brauche es zurück. Den Christen? Siehst du? Doch ein Schoßhündchen der Iren. Ich hab es nicht. Bist du verärgert? Bitte sei nicht verärgert. Du bist verärgert, oder? Mir gehen langsam die Gründe aus, dich leben zu lassen. Ah, ich weiß, wo es ist. Brune Bonnie. Ein paar seltsame Gestalten boten mir diesen Schatz dafür an. Wer hätte da widerstehen können? Siehst du? Du verstehst das. Wir sind uns sehr ähnlich, du und ich. Ich könnte genauso gut dein Bruder sein. Ich bitte nicht töten. Dein Blut ist meines Stahls nicht würdig, Thorstein. Das sehe ich ganz genauso. Verschwinde. Ich meine es ernst. Ein drittes Zusammentreffen überstehst du nicht. Ich habe genug von Irland. Mir schmerzen die Füße von dem ganzen Getanze um all diese Könige. Alles nutzlos. Außer das hier. Ich nehme nur das. Und das. Alter. Ach, Mann. Bring's einfach zu Ende, ey. Ach so. Nee, komm, wir lassen ihn gehen. Gut. Finde das Buch. Thorstein verkaufte das Buch in Brunamoine. Brunamoine. Da hinten. Gut, die Schätze hole ich mir offscreen, Leute. Das müssen wir jetzt auch nicht sehen zusammen. Das ist wirklich nicht interessant. Denn, wir sind für die Story da, ne? Und das machen wir jetzt auch. Nur die Frage, wenn die wieder rauskommt. Denn Eivor kann nicht so weit springen, leider. Aber ich glaube, das dürfte reichen, den Sprung, oder? Yeah! Ja, dürfte reichen. Nice. Gut. Ja, dann abschwimmen jetzt, oder was? Ich hoffe, hier gibt es keine Krokodile. Und dann müssen wir 900 Meter da rein. Da waren wir nämlich bisher noch nicht, aber ich frage mich, gibt es da nicht eine... Schnellreise gibt es da hin, ne? Ist ja ein bisschen schneller als jetzt hier durch den Sumpf, oder? Oder auch durch den Sumpf, naja. So. Moin. Ja, da haben wir ein bisschen... Ja, 300 Meter gespart. Den Rest können wir mit dem Pferd gehen. Da müssen wir nicht reinkotten. Ne? Auf dem Kanal ist er so, ne? Also ich werde den Kanal auch umbenennen. Falls es noch nicht so passiert ist. Auf Luzi ankert. Denn ich habe schon Bock, irgendwie sowas in die Richtung hier zu machen, ne? Dass wir einfach so frei Schnauze hier ein bisschen reingehen. Auf Oldschool-Basis ein bisschen angelegt. Wahrscheinlich angelegt, oder? Angelehnt, meine ich. Und ja, ein bisschen so der Kanal, wo ich mich so ein bisschen entspannen kann, ne? So quasi auf diesen angelegt. Wahrscheinlich angelegt immer, angelehnt. Thorstein sagte, hier würde ich das Buch von Kenneth finden. Okay, wo ist der Haken? Versperrt. Dann gehen wir da rein, Alter, so easy. So, der unter mir hat einen Schlüssel. Ach du Kacke. Wer diese Leute auch sind, sie hatten sich verborgen. Yeah! Ruhe bitte. Schlüssel Brunabäune.
Oh, die Musik ist ein bisschen beängstigend. Da flattert's ein bisschen. Okay, kann ich was verschieben? Ah, warte mal. Oh, guck mal einer an, ey. Wie geheimnisvoll die sind hier, die Jungs. Den links konnten wir easy killen mit einem Attentatsangriff. Ja. Oder ich versau's einfach, weil ich das falsche Timing habe. Ein paar Pfeile wären noch nice. Wir haben sehr, sehr viele zerschossen, leider. Hier ist wahrscheinlich für die... Ja, der Schlüssel für die Tür. Nice. Rechts ist irgendwie noch eine Truhe. Die nehmen wir mit. Druidische Rüstung. Reichtum erworben. Sehr geil. Ich bin aber relativ zufrieden mit meinem Equipment, wenn ich ehrlich bin. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Stuff. Hier auch. Und hier ist dann die Bibel. Das Buch von Kenanas. Jetzt aber raus hier aus dieser schrecklichen Gruft. Na gut, ob es eine Bibel ist, wissen wir jetzt natürlich nicht, aber... Ja, wir nennen sie einfach mal so, ne? Haben wir noch irgendwas vergessen in dieser Höhle? Ist hier noch irgendwas? Jetzt gucken wir, ich spiegel mal kurz auf die Karte. Ja, das hier nämlich, ne? Und das ist wo? Oben, okay. Ich glaube, wir haben hier eine ziemlich krasse Abkürzung in dieser Höhle gerade genommen. Bin mir da nicht so ganz so sicher. Ah, hier hätte man von oben rein können, ne? Ah. Interessant, wie das mal alles verwinkelt ist. Da oben ist das Ding, okay. Hier gibt es aber noch eine Höhle. Okay, es gibt mehrere Ausgänge und Eingänge, oder was? I'm very confused. Oh my god. Ah, nee, hier ist der Haupteingang. Da oben ist noch eine Schatztruhe. Oh shit. Ja, Odin! Oh shit, kein Aufsauer mehr. Hey, meine Freunde. Sorry, die Schatztruhe wollte ich unbedingt noch mitnehmen. Damit ich hier nicht nochmal hingehen muss später. So, wo müssen wir jetzt hin? Da. Wir können, glaube ich, eine Schnellreise machen, oder? Ne, können wir nicht. Erstmal weg hier, damit sie uns nicht mehr sehen. Denn erst in Sicherheit können wir eine... Huch, eine Schnellreise machen. Dann hätten wir das nämlich schon mal gemacht hier. Das ist doch nice, ey. Nice, nice, nice. Hurriga! Hurriga! Huh! So, jetzt gehen wir das Buch ab, dann sind die alle glücklich und mögen uns und dann dürfen wir König sein. So stelle ich mir das Ganze vor. Das Buch. Hast du es gefunden? Es erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das ist Owen, Abt von Amar. Das Buch ist für ihn. Ich erinnere mich von der Krönung. Ich bete, dass du nicht viel für die Wiederbeschaffung erdulden musstest. Ein kleiner Preis, um die Gunst des Hochkönigs zu sichern. Was höre ich? Herr, du bist erwählter Hochkönig von Gottes Gnaden. Dies sind Heiden. Nichts für ungut. Ja, das bin ich gewohnt. Wir Nordleute haben ein dickes Fell, Abt. Deswegen werden wir so geschätzt. Ich will Flan nur vor den möglichen Auswirkungen warnen. Mehr nicht. Sie sind mir wohl bewusst, Abt. Ich habe bereits mehr gesagt, als mir zusteht. Und ziehe mich zurück. Herr, bitte entschuldige meine tölpelhafte Einmischung. Nicht nötig. Ich bin froh, das Buch wieder in guten Händen zu wissen. Der bestimmt auch Dreck am Stecken. Ein kauziger Mann. Ich werfe dem Abt seine Warnung nicht vor. Die Vergangenheit gibt ihm recht. Was hast du zu berichten? Ich habe mich um den Anführer im Moor gekümmert. Du hast keine weiteren Probleme aus Düflin zu erwarten.
Dann sollten wir uns dem derzeit drängenderen Problem zuwenden. Ullet benutzt seine Macht, um Connachte zu beeinflussen. Ein Bündnis, das erlöschen muss, ehe es Feuer fängt. Dafür benötigen wir die Unterstützung der anderen Königreiche. Sprecht mit Kira. Sie wird euch dabei leiten. Ich kehre nach Düflin zurück, um Männer und Vorräte für den Marsch zu sammeln. Sie sind willkommen. Wenn wir stark genug sind, treffen wir uns in Knockfree, um einen Plan zu ersinnen. Du warst recht lange weg. Was ist geschehen? Das Buch war in den Händen eines seltsamen Ordens. Sie erwarben es von Thorstein. Es war schwach von mir, ihn zu schonen. Mein Sohn wusste es besser. Nur Mut, Barret. Wir haben die Gunst des Hochkönigs. Mir wird es erst besser gehen, wenn Flans Vertrauen in mich nicht mehr durch Zweifel getrübt ist. Ich kehre nach Düflin zurück. Sprich mit Kira. Wir müssen uns schnell die Gunst der anderen Könige sichern. Quest abgeschlossen mit Anwesenheit glänzen. Kit. Okay. Noch ein Level up, sehr schön. Ja, neue Quest, Kriegsbemühungen. Das ist direkt da hinten. Nice. Leute, das war's für die Folge. Nächste Folge geht's weiter mit Kira. Nicht Kiara. Kiara. Und gucken dann, wie es dann weitergeht hier mit den anderen. Ja, weiß ich nicht. Rivalen, Verräter. Ihr wisst schon. Liebe Freunde, das war eine weitere Folge Assassin's Creed Valhalla. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächste Folge geht es natürlich weiter mit Kiara. Wir werden mit ihr ein bisschen sprechen. Und dann gucken wir mal, wie die Story hier weitergeht in Irland. Ne? Ich bin gespannt. Bis dann. Euer Lucien. Ciao.